Hey Leute, ich bin's wieder Rotax und willkommen zum nächsten Live-Commentary hier auf dem Channel. Es hat sich richtig, richtig viel getan, wie letzte Folge schon angekündigt, also mein Warp ist ja richtig groß geworden in letzter Zeit. Hier geht's eben zum Anglerteich und zum Garten, hier habe ich ein bisschen was verbessert. Hier steht eben jetzt so eine kleine Allee an der Seite, also hier ist das quasi umrandet worden, damit man eben da nicht die ganzen Berge und ja, keine Ahnung was sieht. Hier habe ich ein bisschen was versteckt, denn hier sieht ein bisschen Redstone-Technik raus, da ist übrigens ein Creepy. Oh, der kann gar nicht explodieren, na du Creepy. Komm, ich explodier. Bam. Guck, wie sieht's mit der Rüstung aus? Naja, nicht so gut. Kann passieren. Auf jeden Fall hier eben ganz nice mit diesen Bäumen. Das finde ich ganz schön. Ich kann hier mal ein bisschen rumdüsen. Hier übrigens dann der neue Skin. Das sieht einfach alles so nice aus abends. Also ich finde das richtig schön. Ich finde die Gestaltung des Warps sehr schön. Ich mag das mit den Schädern. Also ich bin echt ein Fan mittlerweile von meinem Warp. Das finde ich einfach wunderschön. Nee, Spaß. Ich höre es auch mal mit Eigenlob und weiß Gott was allem. Ich will auf jeden Fall jetzt mal herzeigen, was sich hier alles so verändert hat. Ihr seht, hier sind ganz viele Shopkisten. Hier kann man eben Sachen kaufen. Hier gibt es zum Beispiel ganz, ganz viele Blumen. Zu einem guten Preis, finde ich. Hier gibt es Eisen, Kohle, Redstone, Diamanten. Es gibt Enderperlen, die ich ankaufe. Es gibt Knochen, die ich ankaufe. Kaktus, den ich verkaufe. Hier gibt es eben ein paar Farbstoffe. Da oben, da kommen jetzt übrigens noch ein paar Shops hin. Also das wird hier alles noch ein bisschen größer werden. Ich arbeite dran. Also das wird hier vielleicht ein nicer Shop-Warp, Casino-Warp. Ich weiß es wirklich noch nicht. Da bin ich noch am Grübeln ein bisschen, was ich daraus machen will. Ja, und hier geht es eben zum Skelly-Spawner auch schon. Ich habe den Skelett-Spawner mittlerweile angeschlossen. Hier ist eine Tür drinnen. Da ist eine Tür drinnen, also... Ja, und hier ist jetzt übrigens ein schwarzer Teppich, wie ihr gerade seht. Denn so kann man, finde ich, einfach viel besser der Skill-Farm folgen. Also diesen ganzen Wegen hier. Hier jumpt man so ganz locker runter. Und hier steht eben beim Skelly-Spawner, folge einfach dem Teppich. Also wir machen das jetzt mal. Ich laufe hier mal rum. So, dann laufe ich eben dem schwarzen Teppich nach. Dann jumpen wir hier durch. Zack, dann sind wir hier unten. Dann jumpen wir hier nochmal durch. Zack, sind wir hier unten. Hier gibt es zwei Türen, die zeige ich dann später. Das wird vielleicht auch ein bisschen längere Folge. Kommt darauf an, wie lange ich brauche, um das ganze Zeug zu zeigen, das ich hier neu gebaut habe. Es ist wirklich sehr viel Neues dazu gekommen. Hier eben viel Spaß beim Farmen. Iron Sword kann man sich eben hier kaufen. Und hier ist er, ein wunderschöner Skelly-Spawner, wie er im Buche steht. Mal wunderschön rangezoomt. Hier spawnen die ganzen Skelette dann. Also das finde ich schon mal ganz nice. So, hier kann man dann eben so stehen und wenn man hier sich so draufstellt, dann geht da hinten die Tür zu, also ihr seht das hier gerade, zack. Somit kann da immer nur einer skillen und farmen, was auch beabsichtigt ist eigentlich. Und ich finde, das spawnt echt gut Skeletten raus, also ich kann jetzt mal ganz kurz warten, bis hier eins kommt. Na komm, liebe Skelly. Skelly, 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 Skelly. So, hier kommt zum Beispiel jetzt ein Skelly ran, jetzt muss ich mal kurz aufs Schwert switchen, dazu blende ich mal ganz kurz mein Inventar ein. Fressen könnte ich auch mal was inzwischen durch. Ich renne übrigens gerade mit einer Goldrüstung rum, nicht weil ich mich selber als King fühle oder, keine Ahnung, der König der Welt hier bin oder ich weiß Gott was alles. Ich will einfach nur gerade keine Diarysis verlieren. Ich habe das letzte Folge schon erzählt, da bin ich in letzter Zeit ziemlich hart, ja, rangekommen. So, das alles packe ich hier natürlich wieder rein. So, jetzt gehe ich wieder in den F1-Modus, einfach weil es schön aussieht. Zack, dann gehen wir hier mal durch. Hier ist eben ein kleiner Zaubertisch, das ist ja alles privat halt. Und hier kommen die ganzen Drops an, hier dürfte gerade jemand richtig gefarmt haben, denn so viel war da noch nicht drin, als ich mich hier letztens erinnern kann. Was? Hör auf. Ich nehme gerade auf. Stör nicht. So, ganz... Ultra kennt mich ja. Warte, ich schreibe dem jetzt mal ganz kurz zurück. Oder komm, Verotax. So. Auf jeden Fall, hier habe ich richtig, richtig viel ausgehoben. Also das, was hier... Los ist, ich blende mal ganz kurz meinen Chat ein, dass ich das sehe, was der schreibt, nicht, dass er noch angefressen ist zum Schluss auf mich. Hier kann ich ja schon mal durchgucken, dieses kleine Fenster, denn da sieht man schon die Kaktusfarm und hier ist auch ganz viel Farbstoff schon. Hier ist auf jeden Fall schon ganz viel Farbstoff durchgeschmolzen worden, also richtig nice. Die ganzen Kakteen kommen übrigens hier unten an und wie ich sehe, ist da... Das war auch nicht so voll, als ich das letzte Mal hier reingeguckt habe. Naja, das kann man schon lassen so. Also da kann ich mich echt nicht beschweren über die Ausbeute hier. Wie ich gekommen bin, war das hier leer. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn man die einmal abgeerntet, die Kaktusfarm, ich kann es ja schon mal sagen, dann hat man komplettes Inventar voll. Also die dürfte jetzt circa zweimal abgeerntet worden sein. Das Ganze funktioniert über einen ziemlich coolen Mechanismus. Ich mache das jetzt der Reihe nach. Hier ist die Kaktusfarm, ich zeige dir jetzt mal, hier kann man so rumdüsen. Alter, wie mich hier die Leute immer anschreiben, wenn ich onkomme. Dass man 5 Minuten on macht, ein Live-Commentary und kann ganz zurückschreiben. Sorry, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht böse. Hey! Bin gerade im F1-Modus. So. Dass der mal weiß, dass ich hier auf... Weißt? Naja, gut. Dann halt nicht.
Auf jeden Fall so, ich lasse mich immer viel zu schnell aus dem Konzept bringen. Hier ist die Kaktusfarm, die dürfte gerade erst abgeerntet worden sein, denn die sind alle auf minimalster Wachstumsstufe. Ich werde jetzt nicht allzu viel der Technik erklären, einfach weil ich mir das selber quasi, naja, als Patent, nee, nicht, das nicht, aber ich will nicht, dass das alle nachbauen und ja, versteht ihr sicher. Falls jemand da einzeln zu mir kommt und fragt, wie das geht, kann ich das erklären, aber so ganz öffentlich will ich das halt nicht machen. Ist auf jeden Fall schon ziemlich Redstone, ziemlich viel Redstone-Technik, die dahinter steckt und ich kann hier mal rüber düsen, zack, zack, zack. Zack, hier sind richtig viele Module, die ganze Zeit nichts machen als Kakteen produzieren. Ist eine halbautomatische Farm für alle, die es wissen wollen. Also das wird hier alle gewisse Zeit abgeerntet. Ist auch keine Glock. Ich kann hier mal kurz reingehen. So sieht das Ganze hier aus. Also bisschen viel Redstone-Zeug halt hier. Das Ganze natürlich zweietagig. Man hat's ja. Und ich höre gerade, hier wird hart abgeerntet. Ich sollte hier verschwinden. Sonst habe ich gleich mein Inventar voll mit Scheiße. So, ich jump hier mal ganz easy raus. Ja, und fall hier natürlich wieder. Alter, ich kann nicht fliegen mit diesen Rocket Boots. Ich sag's euch. So, ich mache wieder zu. Das waren übrigens die Türen, die ihr vorhin gesehen habt, als ich zum Skelly-Spawner gegangen bin. Ja, und hier habe ich auch noch ein bisschen Platz freigelassen. Hier kommt noch irgendwas hin. Ich habe echt keinen Plan, was genau und wie das Ganze hier mal aussehen soll. So, geschrieben hat mir. Oh. So, Ultra hat sich hier anscheinend her teleportiert. TPA. So, ich schreibe ihn heute nochmal. Vielleicht checkt das jetzt. Ich habe ja hier manchmal im F1-Modus kein Bild. So, zack. Ich schreibe dem jetzt mal ganz kurz. Bist gerade in der. Alter, ich kann nicht schreiben. In der Live-Aufnahme. So, auf jeden Fall ganz lustig hier. Hö? Naja. So. Und hier das Ganze muss noch ausgebuddelt werden. Das ist nicht mehr sehr viel. Das ist alles, was von meinen Gästen nicht ausgebuddelt ist. Also, das kommt dann noch irgendwann dran. So, und hier gehe ich dann halt mal raus. Hier mache ich wieder zu, dass der Ultra da nicht durch kann und ja. Auf jeden Fall, ich zeige jetzt nochmal ganz. Was ist denn da los? Warum ist das hier ständig an? Das soll eigentlich nicht so sein. Das muss ich nochmal kurz optimieren. Das gefällt mir nicht so gut. Hä? Was ist da los? Warum ist das nicht an? Pisten! Hat jemand. Alter, warte kurz, das muss ich ganz kurz machen. Land. Alter, Ultra. Pisten allow. So. Ich gebe den F1-Modus. Ich höre mir das sicher nicht an, dass ich stinke. Außerdem habe ich heute geduscht. Ich kann nicht stinken. So. Gut. Dann funktioniert der Pisten auch wieder. Ich weiß nicht, warum das nicht geklappt hat. Kein Plan. So. Ich düse jetzt hier mal. Sind meine Schuhe kaputt? Nee. So. Ich düse jetzt hier mal nochmal ganz kurz durch. Das wird diesmal übrigens ein kleinen. Alter. Ein bisschen eine längere Folge, wie ihr gerade seht. Ich zeige hier ziemlich viel gerade von dem, was ich so aufgenommen habe, während meine Festplatte ein bisschen in den Arsch gegangen ist. Nennen wir es mal so. Ganz höflich, die hat ja nicht mehr, sie hat sich gedacht, ich will nicht mehr aufnehmen und so weiter und so fort. Zum Glück ist da nichts verloren gegangen von Aufnahmen, außer ein bisschen was, so zwei, drei Folgen, aber zwei, drei kurze Aufnahmen, also so Cuts, das ist nicht schlimm. Auf jeden Fall, hier kommt so ein Signal an und alle 25 Minuten, wenn aktiv jemand beim Warp steht, wird dieses Kaktusding abgeerntet. Das Ganze funktioniert über diese Druckplatten, wenn ich hier W-Rotax eingebe. Zack, dann habt ihr es gerade gehört. Die aktivieren die Kaktusfarm, die aktivieren unten die Glock, aber nicht dauernd. Also man kann das nicht spammen, falls ihr hier einen Mod das sieht. Das kann man nicht spammen. Das ist so gemacht, das geht wirklich nur alle 25 Minuten, kann man die Kaktusfarm einmal abernten. Dazwischen wird es einfach blockiert, das Signal. Also das geht nur alle 25 Minuten und auch nicht automatisch alle 25 Minuten, sondern nur, wenn jemand aktiv ist. So, habe ich das auch mal erklärt. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich bekomme hier circa ein Inventar voll Kaktus raus pro Abernten. Also ich bin jetzt hier der Kaktusbaron auf CutCon oder wie auch immer, wie ihr das nennen wollt. Und was ich noch herzeigen wollte, darauf bin ich ja extrem stolz. Ich habe ja diesen ganzen Raum, ich kann da nochmal kurz HomeT eingeben. Das ist gerade mein Home für die Kaktusfarm. Und ich habe das hier alles ausgehoben. Das war mein kleines Geheimprojekt, was ich so gemacht habe, was ich nicht so oft in den Server-Tagebuch-Videos gezeigt habe. Einfach aus dem Grund, weil ich die Technik nicht ganz verraten will. So, ich gehe nochmal kurz Home 1. Und ja, da habe ich eben ganz viel Stuff rausbekommen. Das war zum einen mal, Alter, ich vertipp mich die ganze Zeit. Bei Virotax waren das mal zum einen diese ganze Kiste voll Eisenbahn. Hä? Oh nö, es laggt. Es laggt. Oh, ich habe Enderperlen in der Hand. Es laggt doch nicht. diese ganze Kiste Eisen habe ich da rausbekommen. Die ganze Kiste Gold habe ich da rausbekommen. Dann gebe ich jetzt wieder Home 1 ein. Dann habe ich noch. Ist hier was drin? Nee. Dann habe ich noch das hier alles rausbekommen. Ihr seht gerade, voll nicht übertrieben oder so. Das hier habe ich alles rausbekommen. Das hier habe ich alles rausbekommen. Das hier habe ich alles rausbekommen. Ultra fragt, ob er sich zu mir teleportieren darf. Warte ich das? Hier. Dann, das hier habe ich, glaube ich, schon gezeigt. Dann, das hier habe ich alles rausbekommen. Und das hier habe ich alles rausbekommen.
Und das hier habe ich alles rausbekommen. So, und jetzt höre ich auf, mal so dämlich zu reden. Da kriegt man ja einen Krampf und. Oh, der Ultra. Hey, nice. Danke. Hä, der legt mir eine Spur. Okay, warte. Das finde ich gerade irgendwie lustig. Ich überziehe die Folge jetzt auch mal. Was macht denn der? Hä? Der macht mir eine Spur aus Dias. Alter, was ist mit dem los? Das finde ich ja gerade richtig lustig. Okay. Okay. 16 Stück schon. Alter, was macht der gerade? Seht, und das meine ich mit Community zum Beispiel. Wo ist hier. Oh, gleich zwei Dias. Jetzt ziehe ich mal meine Dings an, meine Boots. Hier noch ein Dia. Das ist ja wie beim Ostereier suchen. Nur lustiger, weil ich da wirklich was bekomme. Alter, wo ist der? Ah, da oben ist er. Alter, der Ultra, was ist los mit dir? Hä, was ist das gerade für eine Verzögerung da? Ich glaube, es leckt gerade wirklich bei mir. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich muss mal gleich wieder meinen kleinen Bruder verprügeln gehen, wenn der Call of Duty schon wieder online spielt. Ich will das Essen, ich will nicht das Lex. Ah ja, gut. Jetzt endlich mal. Alter, der ist echt. Naja, gut. So viel zu es leckt nicht. Wann hättest du Zeit für den Kampf? Naja, der Beskan, der hat ja gesagt, er will nämlich kämpfen. Dem schreibe ich jetzt gleich hier zurück mal. Hausdoku? Jo, ne Hausdoku, ich zeige dir mal alles hin. Live-Commentary. Alter, ich schreibe hier gerade so viel zurück. Commentary. Dem schreibe ich mal zurück gleich. Ach, der Bunker da. Ja, genau der. So, auf jeden Fall danke für die ganzen Dias mal, Ultra. Alter, das sind 27 Stück, das ist echt viel. Jo, und ich kann schon wieder nicht fliegen, weil es hier gerade laggt und ich hasse es. Alter, ich kriege hier gleich einen Krampf. Was ist da los? Warum leckt das so? Sehr gut, ich bereite mich schon mal vor. Da habe ich nicht gewotet. Das ist nicht gut. Das kommt nicht gut im Video, wenn ich das zeige. Naja. Auf jeden Fall, ich glaube, ich habe jetzt mal alles soweit gezeigt, was ich zeigen wollte. Ich blende das mal aus. Oh, ein Ding wollte ich noch machen, kurz bevor ich hier weggehe. So, und jetzt laggt es auch hier nicht mehr. Manchmal ist mein Internet, naja, bisschen überfordert, glaube ich, mit 30.000 Tablets und Handys und was Gott was alles. Jo, hier habe ich noch so Schilder geschrieben, Obsidian, Glas und so Zeug kommt auch noch in meinen Shop. Hier übrigens Foundation bekommen, von dem Dacian die ganze Kiste voll verzauberter Bücher. Und auf das bin ich gerade besonders stolz, wenn sich die Kiste jetzt einmal öffnen würde. Ja, genau. Auf das bin ich gerade besonders stolz. Das sind Rüstungen, die ich mir selber verzaubert habe oder von Nubuk verzaubert bekommen habe. Die sind echt krass. Also, ihr könnt euch das mal durchgucken hier. Das sind wirklich krasse PvP-Rüstungen. Die werde ich dann irgendwann mal verkaufen oder ich weiß es wirklich nicht. Also fast perfekte Rüstungen sind das alles. Also das kann man schon so lassen und er versteckt sich hier schon wieder. Ey, was ist los mit dir? Ich mach gleich lang Kick, du. Du, Ultra, du. So. Auf jeden Fall, ich bedanke mich jetzt mal bei euch fürs Zuschauen und ja, ich glaube, der Typ da bedankt sich auch bei euch fürs Zuschauen. Der Ultraviolett KRN oder wie der heißt, ich weiß es ja nicht. Nee, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Live-Commentary wieder, wenn es heißt, ich zeig mal wieder her, was ich so alles gemacht habe, was ich da so opfermäßig gefarmt habe. Das ist echt einfach nur viel zu krass. Ich habe das so übertrieben einfach nur. Naja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao, euer Rotax.